Boulder, Colorado, 1975. Du siehst Julia. Sie ist ungefähr in deinem Alter, Ende 20. Sie unterhält sich mit gut gekleideten Professoren und Studenten von der University of Colorado, Boulder. Du, Henry, bist mit deinen Kumpels eintrinken. Du gehst zu ihr. Du bist betrunken. Also, was ist dein Hauptfach? Du lallst und riechst nach Bier. Du lächelst unbeholfen. Evolutionsbiologie, antwortet sie. Und ich bin Dozentin. Cool, erwiderst du. Und du? Fragt sie. Sie rümpft die Nase. Toxikologie? Machst du dich über mich lustig? Fragst du. Sie nickt. In der Sorge, dich gekränkt zu haben, fragt sie dich, ob ihr euch einen Cheeseburger teilen wollt. Eine Woche später seid ihr zusammen. Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu Firewatch. Ich weiß gar nicht, worum es in diesem Spiel geht. Hab's nur gehört, hab gehört, es soll gut sein. Also habe ich mir gedacht, ich probiere es einfach mal aus. Die Geschichten werde ich weiterhin so vorlesen, wie ich es gerade getan habe, weil ich finde, das fühlt sich irgendwie flüssiger und schöner an. Und also es hört sich flüssiger und schöner an und ja. Es passt dann einfach besser, als wenn ich die Antworten noch erkläre. Ihr seid schon gut ein Jahr zusammen. Sie macht dich wahnsinnig. Es ist toll. Ihr zieht zusammen in eine Wohnung nahe der Universität mit Blick auf die Berge. Ihr trinkt Bier auf der Dachterrasse. Eigentlich trinkt ihr überall Bier. Das Leben ist schön. Julia möchte einen Hund. Da gibt es einen verwahrlosten kleinen Beagle. Julia verliebt sich sofort in ihn. Sie möchte ihn mit in den Unterricht nehmen. Es gibt auch einen bedrohlich wirkenden, aber sanftmütigen blickenden Schäferhund. Wenn Julia diesen Hund ausführen würde, könnte ihr nicht zustoßen. Er ist ein imposantes Tier. Ihr nehmt den Schäferhund und nennt ihn Mayhem. Mayhem ist ein großartiger Hund. Er tollt gerne mit dir im Park herum und begleitet Julia beim Joggen. Er ist zu groß, um ihn mit in die Universität zu nehmen, aber Julia liebt ihn dennoch. Mayhem ist ein Freund, ein Kind und ein Haustier in einem. 1979. Ihr unterhaltet euch auf der Dachterrasse. Es ist Sommer, es ist 21:30 abends und die Betonwüste unter euch glüht immer noch. Was hältst du von Kindern? Fragt sie. Kinder? Die sind nicht sehr schlau, oder? Zu irgendetwas nütze. Ich meine, ob wir welche haben wollen. Ein paar kleine Dummköpfe. Das wäre schön. Dann sollten wir vielleicht heiraten. Ja, das fände ich gut, antwortest du. Unsere Kinder werden schon verkorkst genug sein. Es kann nicht schaden, wenn ihre Eltern wenigstens verheiratet sind. Du findest, sie hat vollkommen recht. Ab zur Arbeit. »1980. Es ist Donnerstagabend und Julia hätte schon seit 4 Stunden zu Hause sein sollen. Sie ruft nicht an. Du machst dir Sorgen und wirst immer wütender. Sie kommt nach Hause, als du schon im Bett liegst. Sie ist nicht wirklich betrunken, hatte aber offenbar einen schönen Abend. Ihr streitet euch, als sie ins Bett kommt. Du wirst sauer. Du bezeichnest sie als rücksichtsloses Arschloch. Leck mich doch, brüllt sie. Stell dich nicht so an. Du bezeichnest sie als egoistisch.« Sie weiß, dass du es ernst meinst. Es verletzt ihre Gefühle. 1981. Julia zeichnet immer noch gerne. Sie zeichnet die Pflanzen, die sie erforscht. Sie zeichnet alle Orte, die ihr besucht. Sie zeichnet dich. Du spannst deine Muskeln wie He-Man an. Du siehst toll aus. Was ein wunderschöner Sonnenuntergang. Wirklich richtig schön. Ich denke, wir erfahren hier gerade erstmal so die Vorgeschichte von unserem Protagonisten. Und danach geht es weiter. Feuerwachturm. Tubor.
Two Forks. Noch 13 Kilometer. Über Hindernisse klettern. Hey! Sehr schön. 1982. An Sommerabenden geht ihr gerne mit Mayhem spazieren. In der Stadt ist ein Festival. Es zieht Besucher von überall her an. Einer von ihnen versucht, euch mit einem Messer auszurauben. Mayhem läuft weg. Verdammt, der Hund, schreit Julia. Sie ist aufgeregt, in Stresssituationen stottert sie schnell. Du stellst dich dem Angreifer entgegen. Du polierst ihm die Fresse. Er verpasst dir eine Schnittwunde am Arm, aber du prügelst ihn krankenhausreif. Du fühlst dich nicht sonderlich stark. Du heulst Rotz und Wasser, bis die Polizei aufkreuzt. Julia schlägt vor, ab jetzt einen anderen Weg zu nehmen. Du stimmst ihr zu. Hier möchtest du auch nicht mehr spazieren gehen. Von da an spaziert ihr am Fluss entlang. 1984. Eure Arbeit kommt der Nachwuchsplanung in die Quere. Julia wird einen Job in Yale angeboten. Yale liegt im 3000 Kilometer entfernten Connecticut. Sie wäre dort stellvertretende Fachbereichsleiterin. Sie möchte umziehen. Du auf keinen Fall. Du bist einverstanden, wenn sie pendelt. Du fragst sie, ob sie pendeln würde. Du möchtest nicht nach Connecticut ziehen. Sie sagt, es würde anstrengend werden, aber sie würde es tun, wenn du nicht umziehen möchtest. Du sagst ihr, sie solle sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen, wenn es das ist, was sie möchte. Sie nimmt den Job an und fliegt dreimal im Semester zurück nach Boulder. 1985. Julia wird nach einem Vorfall in Yale beurlaubt. Sie ist ausgerastet, weil ein Kollege sich Bücher von ihr geliehen hatte, die sie für ihre Forschung benötigte. Sie konnte sich nicht mehr daran erinnern, dass sie ihm die Bücher zwei Tage zuvor mit Freude geliehen hatte. Man fand sie weinend im Treppenhaus. Du findest, ihr solltet vielleicht mit jemandem darüber reden. Nach unzähligen Arztbesuchen und Tests stellt sich heraus, dass Julia unter Demenz im Frühstadium leidet. Sie ist 41. Ihr beschließt vorerst, niemanden davon zu erzählen. Wow. Oh mein Gott, die Sterne, wie geil. Tagebuch? Ich kann mich nicht bewegen, außer das Tagebuch nehmen. Die haben immer noch einen Ehering auf. He-Man. Mayhem wird langsam alt. Er bekommt graue Haare auf dem Rücken und tollt auf euren abendlichen Spaziergängen nicht mehr herum. Ihr geht mit ihm zur Bar, um Freunde zu treffen. Es kommt euch so vor, als hätte sich nichts geändert. Julia kehrt zur Universität zurück. 1987. Julias Zustand verschlimmert sich. Sie kann sich im Unterricht an nichts mehr erinnern. Ihre Forschung liegt im Scherben. Sie fährt ohne Grund mit dem Auto in die nächste Stadt und muss von der Polizei nach Hause gebracht werden. Sie ist am Boden zerstört. Sie wird dauerhaft krankgeschrieben. An manchen Tagen ist sie die Julia, die dich als Trottel bezeichnet und eure ungeborenen Kinder als kleine Dummköpfe. An anderen Tagen hast du es mit einer Fremden zu tun. Sie zieht dich ins Bett, um Liebe zu machen. Nach 5 Minuten gerät sie in Panik, weil sie glaubt, ihr Vater steht an der Tür. Du erzählst ihren Eltern von ihrer Krankheit. Ihre Eltern sind niedergeschmettert und fliegen schon bald regelmäßig aus Australien zu ihr. Eine Weile lang besuchen eure Freunde euch und bringen kleine Geschenke zur Aufheiterung mit. Ihr Zustand verschlimmert sich weiter. 1988. Du verbringst deine Tage damit, dich zu Hause um Julia zu kümmern. Du zählst die Sekunden zwischen den 2 wöchentlichen Besuchen von Julias Pfleger Daniel. Er meint, Julia sollte woanders wohnen, damit sie rund um die Uhr betreut werden kann, in einem Heim. Der Gedanke beschäftigt dich über die nächsten paar Monate. Du bist fest entschlossen, dich selbst um sie zu kümmern. Und weiter geht's. Wir müssen ja immer noch zu unserem Turm kommen. Jetzt ist natürlich die Frage, sind wir da schon lange Angestellte oder ist das unser erster Job?
langsam drüber gehen? Ein Hirsch. Mein Gott, bist du schön. Hui. Es ist unglaublich schwierig. Am schlimmsten ist es, wenn du sauer auf sie wirst, weil sie mal wieder versucht hat, selbst zu kochen. Du kannst nichts ohne sie tun und sie kann nichts ohne dich tun. Wenn sie sich schlafen legt, bleibst du noch ein paar Stunden wach, du trinkst auf der Dachterrasse, im Sommer schaust du Baseball, im Winter Basketball. Auch dabei trinkst du. Du verlässt nun öfter das Haus, nachdem du sie ins Bett gebracht hast. Beim ersten Mal machst du dir Sorgen, sie könnte aufstehen und herumlaufen, während du weg bist. Du stellst einen Stuhl vor die Schlafzimmertür. Du gehst immer wieder in dieselbe Bar am langweiligen Ende der Pearl Street. Es ist nett dort. Nach und nach vertraust du dich der Barkeeperin Sheila an. Es hilft dir, alles zu verarbeiten. Du bekommst mehrmals pro Woche erst um 1 Uhr nach Hause. Du freust dich auf diese Abende. 1989. Eines Abends gerätst du in eine Alkoholkontrolle. Du hast über 1 Promille und verbringst die Nacht auf der Polizeistation. Du überlegst es zu verheimlichen, erzählst es dann aber deiner Schwägerin Susan. Julias Eltern nehmen den nächsten Flug von Australien. Der Zustand eures Hauses macht sie fassungslos. Sie teilen dir mit, dass Julia ab sofort bei ihnen wohnen wird. Du widersprichst nicht. Du willst sie bald besuchen. Ein paar Wochen vergehen. Der Sommer steht bevor. Du siehst eine Stellenanzeige in der Zeitung. Du nimmst den Job an. Und ich denke, genau da sind wir jetzt, bei unserem allerersten. Betritt den Feuerwachturm. Trotzdem gucke ich mich noch ein bisschen um. Sieht wunderschön hier aus. Ich finde die Grafik richtig schön. Oh, das ist gar nicht meins. Ich glaube, in echt würde ich da jetzt hier nicht so drauf klettern. Da ist noch ein Turm. Ich wollte ja nur mal außenrum noch mal gucken. Einen Turm habe ich noch gesehen. Das heißt, wir sind nicht allein. Also es sind Gasflaschen, glaube ich. Schalte den Strom ein. Habe ich getan. Sonst. Hello, Two Forks Tower. Wir wurden gerade angefunkt, da. Two Forks Tower, this is Thoroughfare Tower. Come in. Nächste Antwort. Hello? Whoever this is? It's Henry, right? Yeah. I'm Delilah. Yeah, that's what the guy said on the phone. So, what's wrong with you? Excuse me? People take this job to get away from something. So, what's wrong? What's wrong with you? That's a great idea. Go ahead. Look, I just hiked for 2 days, so I don't really follow whatever it is you're doing right now. You take a stab at what's wrong with me. Fine, then can I sleep forever? Sure, buddy. Okay, now go ahead. Du hast recht. Okay. Okay, you're probably just rebelling against a mom who wishes you had given her grandkids, by the sound of your voice, at least 15 years ago. You come out here and it really grinds her gears and you love it. Can I sleep now? Well, she also says I fuck immature men, but in my defense, who wouldn't want a 28-year-old with ambition and energy and some fire in his belly in bed? Me. I'm going now. Just a second. Now it's my turn. Okay. Good night. Bye. Let's see. I don't know anything about you. But maybe you just really like trees. Maybe it's
Gosh, maybe it's a borderline fetish. A tree fetish. Good night. Good night. Welcome to the job. Firewatch. Tag 1. Oje, 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 oje. Naja, wir sind wenigstens nicht ganz alleine. Good morning, Henry. Well, I guess good afternoon. You probably slept like a rock. Anyway, there's still a few hours of daylight to get some work in. I can see you at your desk, so call me when you're ready. Warte auf den... Ach ja. Hey, sorry. Guess I slept in. You got a relaxing, what, 14 hours of sleep? Whew. Yeah, Jesus. I guess it's, what, 6? 6:45. Whoops. Don't worry about it. That hike puts everyone out of commission for a day or two. But now that you're up, let me quickly get you acquainted with the job. There's a thing in the middle of your room with a round map on it. Do you see it? Okay, yeah, I see it. This is the Osborne Firefinder, invented in 1914 by W.B. Osborne? You use this to spot, you guessed it, what the fuck? What is it? Nothing. You use this to... Oh, fuck me! Good God, language, lady. Out your west-facing window. Are you seeing what I'm seeing? Are those fucking fireworks? Okay. Oh, ich weiß nicht, wie man den benutzt. I need you to confirm. Do you see them? Ich sehe, warte, ich weiß nicht, wo Westen ist. Ich bin gerade ein bisschen dumm. Das ist Westen. Seriously, are you seeing this? Nee, da. Das Westen. Mein Gott, jetzt hab ich's. Jetzt weiß ich auch, wie man den benutzt. Okay, ja, ich sehe es. Achso, ja, ja, ich bin hier. Moment. Whoa, that's not legal, right? No. You need to get down there right now and stop them. Fire danger is through the fucking roof. Is that really my job? Your job is whatever I say it is. Look, the closest ranger is like 2 days away. Go down there and set them straight. Do I write him a ticket? Easy there, Dirty Harry. Well? Get going. You'll probably need a rope to get down the shale between you and the lake, if I remember right. There should be one in the supply box on the way. The code is 1234. It's actually that for all of them. Convenient. That's one word for it. Okay, Kochbuch, Vorräte, nee, ich, wo war denn das jetzt? Ich will mich eigentlich ja erstmal umgucken. Werkzeugkasten. Den meint sie doch, oder? Vorräte? Wo meint sie denn jetzt? Na, Ofen, da. Hier kann man eh nichts machen. Oh. LB. Hey, there's a map in my tower that I'm pretty sure is not USGS regulation. Unless I've unknowingly been assigned to work in two orcs and the lake to the east is made of acid. That sounds erroneous. Looks like the previous resident was into fantasy. Boah. Schmeißt sich da so rein, ey. Ja, okay, sie sagte, wir brauchen ein Seil, aber ich komme hier, ich kann ja nichts drücken. Also gehe ich jetzt einfach mal. Ich gehe jetzt einfach hier runter, ne? Wo war das denn da hinten?
Habe ich denn jetzt das Seil? Ich weiß es nicht, ob ich das Seil. Ich bin gerade ein bisschen dumm. Sie hat gesagt, das Seil sollen wir nehmen. So. So, ich gehe hier nochmal gerne rein. Ich möchte nochmal wirklich gucken, ob wir auch hier wirklich alles abgegrast haben. Den Werkzeugkasten kann ich nicht. Oben. Aha. Guck mal eben hier. Das habe ich ja gut genommen. Okay. Kannst du die nicht ordentlich hinstellen? Also hier ist Wasserbehälter. Nö. Dann gehe ich jetzt einfach mal in diese Richtung und guck dann einfach mal. Mir wird jetzt hier auch großartig nicht geholfen, was ich sonst noch weiter tun könnte. Sie sagte nur, ich brauche ein Seil. 1, 2, 3, 4. Das habe ich verstanden. So nach Westen gehen, ne? Wie soll man denn die Karte lesen? Ach so. Ja, aber wo soll ich denn dann hin? Two Forks Logout. Genau, da bin ich doch jetzt. Und wo ist der Fall, wo ich vielleicht hin können sollte? Näher halten. So, da bin ich. Ich kann hier aber nicht sehen, wo ich hin soll. Ja. Feuerwehr kommt von hier. Ich verlaufe mich mit Sicherheit. Ich bin definitiv nah dran. Ah, hier. Guck mal. So, are there a lot of these out in the woods? Yeah, we got them all over the Shoshone. They saved us a lot of back and forth from the trailhead. Don't take all the good stuff. Yeah, all right. Ach. Eins, zwei. Vier. Karte abschreiben, das ist super. Eine Nachricht. Notiz lesen. 7.7.86. Hi Ron. Der Typ ist nicht klargekommen, also habe ich seinen Turm abgeriegelt und ein paar Sachen in die Kiste getan. Ich habe auch einen dieser Riegel gefunden, die du magst. Ich wandere jetzt zum Park, aber wir sollten uns voll laufen lassen, wenn ich wieder da bin. Dave. Okay. Kann man den auch umbringen? Kann man den nicht? Tipp B. Hey, I found a note to a guy named Ron from some guy Dave. That's probably Dave Gaskell. He's completely nuts. Is that right? Harmless, but yeah. One of those, you know, fall off the grid and eat ants for a week type. Totally fucking cuckoo. Which is kind of what the job attracts. Ich möchte ihn mal mitnehmen. People just stuff these things with old food? That's how you get bears. Those boxes are bear proof. I wouldn't worry about it. Das glaube ich jetzt nicht, aber okay. Habe ich ihn jetzt gegessen? Ich sollte den doch nur nehmen.
So. Karte. Ich glaube, ich gehe hier lang. Kann natürlich jetzt überhaupt nichts mehr sehen. Nicht sehen. Hey, there's a tree out here that's been ripped to hell. And? Don't you think that's, you know, like, disconcerting? Henry, there are 500-pound grizzly bears out here. They sharpen their claws on trees. We don't have grizzlies in Colorado. People killed them a long time ago. Well, in the thoroughfare, they hunt people, they kill people, they bury their bodies, and then come back weeks later to eat them because they prefer rotten meat. People just disappear. Don't you think that's disconcerting? No, Henry, that's life. Christ, lady. Ja gut, aber da hat sie natürlich recht. Einmal bitte das Seil einhaken. Ich hoffe, du hast einen richtigen Knoten gemacht. Sonst wird's scheiße für mich. Na, was? Oh. Dieses Seil war nicht in Ordnung. Und es wird dunkel. Und ich habe nichts dabei. Hey. What the hell's wrong with you? My rope snapped coming down the shale slide. You didn't break anything, did you? No, I think I'll make it. Well, be careful for Christ's sake. Ja, da müssen wir nicht runter. Haben wir auch gar kein Seil mehr, ne? Hey, there's a tie-off point off here, just a little way from the shale slide. Well, you ready to get back on that horse, huh? Well, I can't go any further, is what I'm saying. That heads south down to the creek, but you should be able to get to the lake just by continuing west. Without any, you know, mountaineering. All right. It's a long summer. You can explore later. Okay. Dann denke ich mal hier Wiese melden. Wow, there's a big rock outcropping down here near the lake. It's really something. Yeah, makes for good camping. There used to be a group of guys who would boulder out there a couple times a year. What happened to them? Dunno. Just stopped coming out. Mm-hmm. Okay. I'm staring at the big outcropping down here, but I'm not quite sure where to look for our pyrotechnicians. Maybe keep heading west toward the lake. Die haben hier doch schon was. Finding a bunch of empty beer cans. They threw them all over hell. Are you fucking serious? Yeah, sure am. Ugh, people are just the worst, aren't they? They're not great, no. What do you know? People with shitty manners drink shitty beer. What, you don't like a cold Musqua Light on a hot day? No, no, I do. But then again, I didn't say my manners were any good. Better than these fucking litter bugs, though, that's for sure. Die denken nachher noch hier, ich bin totaler Säufer, wenn ich hier die ganzen Bierdosen einsammle. Oh, da ist noch was. Ich höre auch Musik. Hier sind erstmal zwei Rucksäcke. They left their packs tied up here. Don't fuck with them. The last thing we need is some hikers filing a report about harassment. Ja, aber wir müssen denen doch jetzt zumindest sagen, dass das nicht in Ordnung ist, was sie hier tun.
Oh, look, they decided to have a campfire, too. You know, they color-coded the fire danger signs in case people were illiterate. But I guess that doesn't take into account just plain stupid, does it? So, das haben wir erledigt. You left half a bottle of whiskey. Decent stuff. Drunk pyromaniacs. Fucking great. Oh shit. Ferret or Irish. Objekt untersuchen. Aber für später aufheben kommen. Wenn ich hier schon die ganze Scheiße aufräumen muss, die hier. Boah, ich hasse sowas, ne? Wenn man in der Natur. Ah, solche Klamotten liegen lässt, ey, das ist total kacke. Dreck, Müll. Found the fireworks. They didn't even try to hide them. Well, confiscate them. Well, they left their clothes out to dry. It looks like two people. What if they're naked? Won't that be exciting? Look, they're obviously still there, so tell them off and then head back. Geht klar. Oh, yeah. I found a bra. A nudie pyromaniac. Remain professional. Schön in weiß auch noch. Respekt. There are, panties. There are what? I don't want to say that word again. Why, because you're 12? Das ist ja total geil, oh mein Gott. Was? There's a, ooh. Yes? There are two naked ladies out here. Can you handle that? Come on, I like naked ladies, same as anyone, but there's, you know... Two? Yeah. I know this will be tough for you, but try to pick your tongue up off the ground and do your job. Okay. Es ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ne? Aber... Oh Gott, Ladies. I found them in the lake. Skinny dipping? Yeah. Is that a guy over there? Oh boy. Enjoy dealing with that. Junge Damen. Die sind betrunken, definitiv. Go stereo! Fucking cool it with the fireworks. Please just put it down. We won't light anymore. Ugh, this guy's creepy, Chelsea. You probably have a tiny dick. Chelsea? It's my boombox. Can we go? Let's just swim to the other side of the lake or something. Ew, totally. You're gross. You're just some sad man out in the woods. Hätte ich das eigentlich noch vorher melden sollen, dass die betrunken sind, ne? Hey, that go okay? It's done. Well, that's ominous. Hopefully there won't be any more trouble. Good. Thanks for going down there. Kein Problem, es ist ja schließlich auch mein Job, ne? Wie komme ich denn jetzt aber wieder zurück, wenn, Well, their underwear is still strewn all over down here. Well, it is a particularly warm evening. I'm not sure I blame them. Na gut, das haben wir aufgeräumt, das haben wir sauber gemacht. Jetzt frage ich mich trotzdem immer noch, wie wir wieder nach Hause kommen. Bin ich jetzt hier richtig?
Oh mein Gott. There's a critter out here. A raccoon. I can't understand you. Because I'm whispering. Because you're whispering. Pears, pears, pears! Yes! Are you okay? You didn't just have a stroke, did you? No! Do you smell burnt toast? Then what then? I'm doing a crossword and I figured out the theme. It's homonyms. Pears, pears, pears. The clue was couples peeling fruit. Oh, Mädel, ey. Anyway, hope you're having a good afternoon. Kriege fast einen Herzinfarkt, thanks. Ey. Heute habe ich einmal Rundumweg gemacht. Hey, I'm back near that big rock outcropping, but not sure how to get back. I'd head west, back towards the lake, and then turn north towards the canyon. Das hat sie jetzt nicht ernsthaft gesagt, oder? Hat sie jetzt echt gesagt? Und dann zum oh. Ja, ich bin jetzt auf der Wiese, da ist der See, und will ich zu dem Canyon zurück. Jetzt. Oh, das ist ja total weit, ey. Canyons. Kam ich da denn auch überhaupt noch weg? Ich wüsste nicht wie. Ah, die Musik ist gut. Well, this lake does seem like a good spot to swim, even if the last people to do so were assholes. Yeah, right now though, it's all snowmelt, so you'll freeze your balls off. But as hot as it's been, maybe that's a fair trade. Starting to feel like it. Hey, there's a trail to Two Forks Tower down here near the lake. Yeah, that's your tower. So I should go this way. Well, you're not climbing back up that slide. Nee, das habe ich auch nicht vor. Ich versuche jetzt einfach nur ganz schön wieder nach Hause zu kommen. Mit dem Wasser ist ja echt schön. Ich möchte jetzt eigentlich auch nicht hier großartig rumlaufen, weil ich nicht weiß, ob ich mich hier wirklich verirre. Denn ich habe da echt eine Begabung für, mich in Spielen komplett zu verlaufen. Vor allen Dingen, wenn die Karte so groß ist. Ich denke mal, ich soll den Canyon hier direkt so langlaufen. Aber jetzt mal zur Hauptstory von ihm. Ne? Es ist schon traurig, diese Geschichte mit seiner Frau. Oder, ja gut, verheiratet sind sie, denke ich mal, schon jetzt. Ne? Also ja, klar, er hat ja den Ehering auf. Also mit seiner Frau, ich finde die... So, I have a bit of a confession to make. What is it? I was drunk last night when I welcomed you to the job. Yeah, well, you're not the first boss to be guilty of that. I know I can get a little pushy, you know, putting you on the spot about why you're out here and stuff. And you thought it was a good idea to get into your love life, I guess you'd call it? Yeah. Anyway, I'm sorry. It's fine. I'll keep that sort of a thing to a minimum. Anyway, let me know when you get back to your lookout. Hey, I can see my tower. How do I get back? If it's the one I think it is, there should be an old trail the Forest Service closed off a couple years back. And I'm sure their reasons for closing it off had nothing to do with safety, right? Oh, it washed out and became a fucking death trap. So, you know, be careful. Was hat sie gerade gesagt? Unterspült und dann zur Todesfalle? Ja, diese auf jeden Fall ja die ganze Geschichte mit seiner Freundin und so. Also ich finde es schon wirklich traurig, ne? Und ich weiß nur, dass
dass sich auch die Geschichte irgendwie verändert oder auch das Ende sich verändert, je nachdem, welche Handlungen und welche Entscheidungen du triffst. Hey, I heard some thunder. Yeah, I've got eyes on a storm out to the north. Well, that's bad, right? Because of the lightning? It just means we'll be busy. Hurry home and try not to get hit by lightning. Ja, toll, das versuche ich. Yeah, I'm not sure I got a lot of choice in getting struck down. Especially not with your electric personality. Ugh. I see my joke did not spark your sense of humor. Ugh. What, you're not enjoying our current conversation? Oh my god, lady. The arc of our budding friendship. Oh, I'm just gonna let her have that one. Oh. Wir haben eine neue Versorgungskiste. Aber ich muss jetzt eigentlich einen Cut machen, Leute. Tu erstmal die Karte schnell übertragen noch. Nein. There's a horn or an antler or whatever. Well, antlers are made of bone and horns are made of the same stuff as your fingernails. I guess this is a bone. Antler. A ranger must have found it this spring. Oh, die geht nicht mehr. Oh doch, sie geht noch. Das ist schön. Okay, Leute. Ich sag jetzt aber tschüss, bis zum nächsten Mal.